Herzlich willkommen zu Teil 2. Und jetzt siehst du schon, na nu, hat ja auch nicht passiert jetzt. Ich habe schon mal so ein bisschen, Alter. Ey. Alter, wie das klebt, die Scheiße. Ich habe schon mal so ein bisschen weitergemacht und irgendwie ging es denn, ist es über mich gekommen. Es ging ratzfatz plötzlich. Plötzlich habe ich nicht mehr eine Viertelstunde pro Stufe, sondern nur noch so 3-4 Minuten gebraucht. Und jetzt habe ich gedacht, ich lasse mal noch 2 Stufen übrig. Die zeige ich dir jetzt nochmal, wie ich es gemacht habe, bevor wir dann weitermachen. Alter, es klebt die Hanne. So, und eine richtig große Kacke ist schon passiert. Guck mal hier, Alter. Nur mal, um so zu zeigen, diese Klebestreifen, womit das festgemacht ist, haben richtig schön, die halten so fest immer, dass du hier echt richtige Riefe drin hast. Das ist natürlich extrem blöd. Aber was soll's? Kann man nun nicht ändern. Also dann, zeig dir das mal, wie ich es gemacht habe jetzt hier die letzten paar Minuten so ungefähr. So, nun guck einfach mal drauf, Junge! Also, von oben hier komme ich hier an die Dinger jetzt hier dran. Alter, ey, jetzt sag mir nicht, die ganze Zeit so gut. Komm hier die Kamera. So, Achtung. Das ging ja nur ratzfatz. So, und jetzt pass auf. Also wie gesagt, das ist immer hier mit so Klebedingern festgemacht, Teig festzustellen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich die Scheiße schnellstmöglich abkriege, weil du kannst ja hier echt nicht hochlaufen. Das klebt wie Huberts. Vorführeffekt. Wahnsinn. So, gut. So, nun guck, Junge. Boah, haust du hier drauf? Also ich stich praktisch jetzt hier so mit dem Messerchen rein. Eigentlich. Dann klopfe ich das so ein bisschen. Dann reiße ich das so ein bisschen rum. Dann habe ich nämlich erstmal einen kleinen Anfang. Jetzt zeige ich hier so eine kleine Nase. Siehst du das da? Siehst du das? Ja. Okay. Ziehe ich hier so ein bisschen weg und dann stelle ich fest, das war schon mal nicht so gut. Achtung, dann haben wir das jetzt hier so. Meißel drin. So, und dann haben wir nämlich schon mal einen Anfang und dann sag ich so, au, ah, oh. Oh, ey. So, und dann richtig mit Gewalt, dann haben wir nämlich einen Anfang. Das können wir hier nämlich wunderbar hier so ziehen, Alter. Oh. So, ganz einfach, siehst du? Ach, ist unfassbar, wie die Scheiße klebt. Das kannst du dir echt nicht vorstellen. Ich meine, gut, die Bengels haben das damals schon ganz gut gemacht, glaube ich, als sie das hier verlegt haben. Ja, das macht man wahrscheinlich so. Ist ja alles richtig. Soll ja auch halten, das ist ja alles richtig. Aber das ist für denjenigen, der das abmachen muss, eine extreme Scheiße. So, gut, jetzt werde ich es im Zeitraffer beenden hier den Mist und dann geht's nämlich weiter. Verarscht ihr mich alle oder was? Das kann doch nicht sein. Komm, ist die scheiß Kamera an. Geht hier schon lange schwer oder was? Wo ist jetzt das Messer? Ach, nur komm hier ab, Junge! So, und ein letztes kleines Kackstück. Und dann haben wir es. Dann haben wir es endlich geschafft mit der Pisse hier. Oh, Junge! Oh, da früher hing ich da einfach drauf, ich glaub. Aber heute machst du das vernünftig, Scheiße. Oh, schön. So, und ich muss sagen, es ist zwar jetzt hier etwas dunkel und ein bisschen blöde Lichtverhältnisse, aber das macht... Guck doch mal den Boden an und jetzt guck doch mal nach da. Es ist doch deutlich heller gleich. Obwohl die gerne trotzdem noch hässlich ist, aber das wird ja dann auch schön. Eben Brett musste ich raushauen, weil da kommen unsere Kabel hin, die verschwinden ja dann alle noch in der Wand. Ruhe dich! Jetzt müssen wir ja erstmal die Klebescheiße hier wegkriegen, bevor ich da irgendwann anfange zu schleifen oder so weiter. So, ich hoffe, du siehst jetzt ein bisschen was. Als nächstes habe ich mich verlesen. Das mag ich da sonst nie, aber heute habe ich es mal gemacht. Und zwar stand da warm Wasser mit ein bisschen Spülmittel und dann auftragen
und eine Stunde warten. Damit würde man wohl die Klebeweste wegkriegen. Ey, das schallt hier so, das nervt mich total. So, aber da kriege ich jetzt nicht meine neuen Deal. Irgendwie hier aufweichen will. Die sind zwar schon eingeschmiert mit so einer Pampe da, dass die eigentlich Wasser abfüllen, aber... Mann, ey. Klebeband. Ich hasse alles, was klebt, hasse ich. Ist egal. Ruf und dann ist gut. Ach, ich glaube, dieser Flur wird irgendwann mal sowas von geil aussehen. Gucken. Oh, heiß ist das scheiß Wasser, ey. Heiß. Ich hoffe, dass das wirklich was bringt, ey. Vielleicht ein bisschen viel Wasser, aber ist egal. Viel hilft viel. Lass mal ja hier vom Arsch weg hier. So eng ist er mal nur Domi. Soll man den ganzen Ding eine Stunde Zeit geben? Ist ja nicht, wie ich gucken muss, ist egal. Und dann mit dem Schaber abschaben. So, und jetzt musst du dir einen Cut vorstellen, so sagt ja der Profi. Weil ich habe nämlich rumgedoktert, ohne Ende rumgedoktert. Es war viel Krach, es war viel Lärm, es war beschissen, richtig beschissen. Hätte ich filmen können, wie ich will, hätte es eh nicht gesehen, außer Zeitraffer probieren, weil du hörst ja nicht, wenn ich viel Krach mache. Alter, das Schallen geht mir so auf den Sack, ey. Deswegen, Achtung, jetzt keinen Schreck kriegen, ich habe viel weiter gemacht schon. Aber du kriegst alles noch zu sehen, was ich gemacht habe. Pass auf. Die unteren zwei Stufen habe ich nämlich jetzt mal so gelassen. Alter, wie der Dreck hier rumfliegt, das ist Wahnsinn. Obwohl ich gerade schon gesaugt habe. Ja? Also, die zwei Stufen habe ich so gelassen. Das ist wirklich, wie das nach dem Wasser war. Du hast trotzdem diesen ganzen Kleber noch hier drauf. Man sieht diese Gewebe. Wenn du mich jetzt fragst, hat das Wasser einen Sinn gehabt oder nicht? Zum Abmachen überhaupt nicht, aber du konntest wenigstens erstmal laufen, ohne dass es klebt. Also das ist deswegen durchaus ein sinnvoller Schritt gewesen. So, und jetzt guck dir das an. Dann habe ich alle mögliche versucht. Eigentlich war jede Stufe ein Versuch, wie man es am besten macht. Ja, ist noch nicht ganz fertig. Die Ränder machen wir dann noch, aber im Großen und Ganzen sieht das schon ganz okay aus. Muss natürlich noch richtig geschliffen werden. Du siehst hier riesen Riefen drin. Siehst du das? Ist jetzt noch nicht fertig geschliffen. Also ich habe allen möglichen Scheiß probiert. Dann habe ich was festgestellt und so habe ich es gemacht und das zeige ich dir dann auch gleich in der nächsten Folge wahrscheinlich. Also, Easy hat mich drauf gebracht. Erhitzen habe ich mir hier für 10 Euro so einen Heißluftföhn besorgt. Sieht geil aus hier, ey. Richtig assi sieht das aus. Guck mal hier. Schöne Lotte-Sockeln, Junge. Und mit diesem Heißluftföhn hat es sich auch ganz gut gemacht. Das zeige ich aber in der nächsten Folge, weil dafür habe ich die zwei Stufen mehr unten übrig gelassen, dass ich dir das nämlich nochmal zeigen kann. Alter, der Dreck, guck doch mal, ich hab gesaugt hier wie verrückt und trotzdem, das ist unfassbar, der Dreck hier, guck mal da. Das ist unglaublich, die ganze Wand. Alles voll mit Dreck. It's amazing. Gut, that's a pain. War schön, dass du dabei warst, Teil 3 wird dann hoffentlich auch bald kommen. Dauert ja immer leider etwas länger als geplant. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Voll assi. Dann film ich und dann machen plötzlich den Meister alles einfach alleine ohne Kamera. Aber beim letzten Mal, ey, wirklich jede Scheißstufe, ey, es war wirklich so, jede Scheißstufe habe ich angefangen, irgendwas zu probieren. Dann hast du Riefen drin, ja, und kacke, wie krieg die Riefen wieder weg? Und. Richtig krass war ja, hier, wo das so rausgerissen war, jetzt ist ein bisschen dreckig hier, war eine richtige Mords, also wirklich, du hättest dich fast dran verletzt. Man sieht es natürlich auch. Man sieht es nicht, jetzt ist so dreckig hier die Scheiße noch. Ist egal. Aber hör auf, ey! Also, es ist doch Arbeit, muss man sagen. Ja, und dann hättest du nicht Film brauchen. Sag ich mir, das ist laut und war auch mit wenig Fluchen verbunden, Tatsache. Also, der ist langweilig gewesen, sag ich mir. Das hat mir wirklich auch wenig Spaß gemacht, ehrlich. Das ist so dreckig auch gewesen. Und das Schlimme ist, durch den Dreck, den du machst, du siehst ja irgendwann nur schnell. Du musst ja regelmäßig Pause machen, weil der Raum, das ist hier, den hast du hier. Und du machst ja die Türen, wenn du das hier machst, ohne auf. Bin doch nicht bescheuert, Junge. Halt den Biss in der Bude. Ich weiß ja nicht, ob du das Treppenvideo gesehen hast. Ich weiß ja nicht, ob du das Video mit der Tür gesehen hast.
Das war so maximal Dreck, was ich sage, das kann man im Esszimmer vertragen. Wenn du nicht geguckt hast, guckst du jetzt mal an. Ich blende hier irgendwo ein. Naja,